Mahlzeit, Tag Nummer. Oha, jetzt muss ich überlegen. 5 glaube ich schon, ne? So, gucken wir mal im Auktionshaus, was so weggegangen ist. Ich hoffe, diesmal passiert der Fehler nicht gleich wieder, dass mein Kabal sich gleich erstmal verabschiedet. Oh, ich denke mal nicht. Jetzt bin ich schon etwas länger an. Good go high. Und High ist sind weg. Sonst ist nichts weg. Zack. Und die Glows. Oh. Gucken wir erstmal nach. Gut. Gut, bin ich auch der billigste, passt so. So, Armor. Nee, nicht Armor Glows, Battle Glows waren das. Archer, irgendwas ist schon gekauft, siehst du. Oha, bin ich so billig? Oh, es geht ja. Siehst du, die sind schon gekauft. Da können wir die Scroll einmal reintun. Random. Haben wir noch eine. Machen wir Crit Damage. Dürfte ich am meisten für kriegen. Oh, sehr schön. Upgrade Armor. Oh, Random. Hi. 200k. Und Weapon. Achso, zwei Stück, deswegen eine Mille. Ja, gut, passt. So, ja, dann werde ich gleich wieder weiterhin, ja, wie immer, Dungeons rennen und mal gucken, ob was dabei rumkommt. 4, 3, 8. Boah, meine Fresse, Alter. Könnt ihr das mal lassen? Gut. Gut, ich werde anfangen loszurennen. Also, bis später. Ja, Fraps läuft. Ein bisschen Musik im Hintergrund. Okay, das leckt jetzt total. Livestream plus Raps. Okay, dann sage ich einmal Hallo YouTube. Tag ist vorbei, ne? Ja. Tag ist vorbei. Ich habe keine Ahnung, was ich gerannt bin. Viel zu viel. holen wir erstmal alles raus hier. Ja, aber ich muss Inventar leer machen, sonst kann das Crafting nicht losgehen. Und da ich gerade die Altswoche mache, zeige ich ja auch alles und er hat gar nichts verdient, hat nur Minus gemacht. Lieber als mal. Ich war ja bei die Klappe. Du hast verloren heute. Wie war das? Beim letzten Part. Wann habe ich denn das aufgenommen? Um 12 Uhr oder so. Dann bin ich paar Dungeons gerannt. Also was ich weiß, ist paar DX Dungeons, paar IC1. So, danach kam Viper an und sagte trinken. Da dachte ich mir, okay, gehst du kurz zur Tanke, holst eine Wodkaflasche und trinkst ein bisschen. Jetzt haben wir wir haben schon 5 vor 1. mir geht's richtig prächtig. Und ich habe keine Ahnung, was ich gerannt bin, also sorry für das, aber ihr seht gerade, mein Inventar ist knüppelmoll. Wir haben irgendwie Wettspiele noch gemacht. Wir haben das per Livestream gemacht. Der Livestream ist... Ey, ihr könnt doch sehen, was ich gedroppt habe. Nee, das können die nicht sehen. Doch, wenn sie Livestream verfolgen, wenn sie es angucken. Ja, stimmt. Ja, wenn sie es angucken, ne? Dann denkt euch, what the fuck, was hat das Arschloch getroffen? Max, hast du schon Frage und Antworten gemacht? Oh, nee, hab ich auch noch nicht. Wie gesagt, das tut mir alles so sorry. Den machst du morgen. Mach ich mal auch morgen. Wie gesagt, das rennt ja nicht weg. Da kann ich ja mit Fragen beantworten. Können wir noch heute machen. Ich helf dir. Gerade du. Sollen wir das gleich machen? Scheiße. Ja, warte, Ja, aber ich habe kein Programm, womit ich hier Dings zusammenschneiden kann, weil ich habe ja dein Bild hier noch oben. Und ich nehme jetzt gerade nur mit Fraps auf. Das heißt, die Leute... die Leute sehen jetzt halt nur das Bild von Kabal. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so gut geht hier mit Livestream plus Fraps jetzt und gleichzeitig aufnehmen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Rätsel sagte, ich sollte das lieber lassen. Eine kleine Verzögerung gibt es auf... Nein, nicht die Verzögerung, weil der PC richtig am Arbeiten ist. Aber der ist total ruhig. Normalerweise, wenn ich Videos am... nennt man das Wort, keine Ahnung, am Bearbeiten bin mit Windows Movie Maker und habe Kabal noch im Hintergrund auf,
dann fängt er richtig an zu röttern, dann wird er richtig laut. Ja, yeah, dann fängt, ja, ja, ohne Scheiße, dann fängt der Lüfter richtig an zu drehen. Guck mal hier, so ein Scheiß habe ich hier gedroppt. Verficktes aus, 2. Ja. Ja, scheiße, hallo. Wird das Video ab 18 erst freigeschaltet. Sorry. Ja, jetzt raus, Tür zu, sonst jetzt Nachschritt. Keine Ahnung, ob ich den Verkauf kriege, ich versuch's. Weil ich habe ja angeblich letztens diesen Topaz Crystal 8-Way 2-Slot habe ich ja kaputt gemacht. Angeblich wäre der was wert gewesen. Oh, diesmal versuche ich ihn zu verkaufen. So, das war's, oder? Ich glaube ja. Warte mal kurz, ich muss noch den ganzen Müll rausschmeißen. Defense Weight weg. Magic Attack weg. Hardcore weg. Das weg. Oh, Wandom weg. Kann man nicht verkaufen. Dann die Potions. Oh, verdammte Scheiße. Pippa, benimm dich. Ich habe auch weniger als im Inventar, fällt mir gerade auf. Ich habe mir gerade eben was geliehen vom... Nee, nicht ich. Ein Kollege hat von mir was geliehen. Scheiße, jetzt habe ich es falsch gemacht. Du bist betrunken. Wir waren 610 oder so, keine Ahnung. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Wenn nicht, dann meckert mich aus bitte auch in den Kommentaren. Ja, ich bin gleich bei dir, Apfelkirsche. Jetzt warte kurz. Ich mache noch das Video zu Ende. Ich muss ein Inventar entleeren. Kurz warten. Geduld. Was eh nichts verdient. Also, Julia, warten kurz. Nichts weg. Du hast nur Minus gemacht. Ja. Du musstest so sehen, welchen geilen Drop gedroppt habe. So, das war's. Mein Inventar ist soweit leer. Aktionshaus ist voll. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen. Also, ciao. Nein. Nee, das muss ich kurz auf Video aufnehmen. Also, das heißt, Tag Nummer O. Welcher Tag ist das jetzt? Wie viel habe ich denn schon gemacht von der halben Woche? Das müsste Tag 5 sein, oder? Ja, sollte Tag 5 sein. Tag 5, liebe Leute. Fünf, ja. Wir haben auf jeden Fall 1,1b jetzt geknackt. Und zwar, ich zeige es euch einmal kurz, ich spawn mal ein bisschen hoch. Und zwar habe ich gerade gecraftet für jemanden aus der Gilde. Und zwar ein Crystal, mit dem Crystal. Warte mal, die hat doch sicherlich noch Set auf dem Bolsiger. Genau, die beiden habe ich gerade für sie gecraftet, plus ein 2-Slot 10 Damage, also 30 insgesamt, und noch ein 7 Damage 1-Slot. So, und dafür habe ich 500 Mille bekommen, ich kriege dann später nochmal 500 Mille, sagt sie. Ist aber eine freiwillige Sache, sie hat es getan, und dadurch haben wir jetzt sozusagen die 500, die 1B geknackt. Ach, sie hat echt die 1B gegeben, so zu dir? Also sie sagte das, also das ist wie gesagt eine freiwillige Sache. Richtig geil. Wie gesagt, wenn ihr craftet bei mir, ist es kostenlos. Für die Gilde. Nicht, dass da jetzt irgendwelche anderen Leute ankommen. Und wenn da jemand... Crafte mal für mich, hol mal die Materialien. Na gut, ich verabschiede mich. Wir haben auf jeden Fall die Anwege geknackt. Ciao.